Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute in dem Video wird sich alles um einen Schminktisch drehen, weil ihr euch schon richtig lange eine Schminktischtour gewünscht habt. Mache ich das heute für euch und wundert euch nicht, warum meine Stimme sich so komisch anhört. Ich bin schon richtig lange erkältet. Es ist nur eine normale Erkältung, alles gut. Also ich verschaffe euch jetzt schon mal einen kleinen Überblick und dann wollte ich euch meine Produkte nochmal so ein bisschen einzeln zeigen. Also hier, das ist mein kompletter Schminktisch. Und mein Schminktisch ist schon mal vorab von IKEA. Ich zeige euch jetzt noch die einzelnen Plätze und dann geht's weiter mit den Produkten. Will ich euch jetzt meine ganze Schminke nochmal genauer zeigen. So, ich wollte das Video ein bisschen länger machen, deswegen zeige ich euch jetzt auch die ganzen Produkte. Ja, genau. Und wundert euch nicht, wenn man Hintergrundgeräusche hört. Mein Bruder hat gerade Freunde da, deswegen. So, auf jeden Fall fange ich jetzt einfach mal an. Ich fange jetzt mit der Ecke hier an, die ich euch gerade eben gezeigt habe, wo meine Skincare und meine Haarsachen waren. Also meine Haarsachen zeige ich euch jetzt einfach mal grob. Aber ja, da sind auf jeden Fall Sachen bei, wie diese Schaumakur. Schaumakur, Leute. Die ist super. Einmal so ein Spray, das benutze ich eigentlich am häufigsten. Und dazu nochmal so ein Öl. Dann sind da aber auch so Sachen wie mein Haarspray. Das Haarspray benutze ich immer. Und hier Schaumfestiger. Schaumfestiger benutze ich eigentlich nur für meine Locken oder wenn ich mir Zöpfe geflochten habe. Und als letztes dann hier noch mein Wachsstick. Den habe ich schon mal probiert. Ich finde den eigentlich echt gut, aber ich benutze ihn nur für Babyhaare. Ja, genau. Ja, genau, das war's mit meinen Haarsachen da hinten. Jetzt geht's weiter mit meinen Skincare-Sachen. Jetzt geht's weiter mit meiner Box. Also einmal hatte ich ja hier so einen Wattepad-Ständer. Ich habe die Wattepads jetzt da reingestopft, weil das waren nicht normal große Wattepads, sondern so halt. Auf jeden Fall, das hab ich mal geschenkt bekommen. Aber ich finde die Dinger echt praktisch. Und dann ist hier meine Box und die Sachen zeige ich euch jetzt einzeln. Als erstes, was ich immer zum Abschminken benutze, sind diese Abschminkwasser von Garnier. Ich benutze die eigentlich immer, aber ich benutze nie von Garnier diese Abschminkwasser mit Öl. Die benutze ich nie, weil ich habe das Gefühl, ich rede von Pickel. Aber ich benutze immer so welche, also so Rosenwasser oder jetzt hier das. Genau. Dann, was ich auch da drin habe, ist diese Mixercreme hier. Ich muss sagen, die habe ich jetzt schon etwas länger nicht mehr benutzt. Aber ich muss sagen, ich packe die immer in diese kleinen Dinger. Benutze ich seit neuestem wieder länger. Genau, das packe ich hier immer rein. Dann als nächstes habe ich von L'Oreal, steht hier oben noch so ein bisschen. L'Oreal habe ich dieses Feuchtigkeitsserum, keine Ahnung. Ich finde das ein bisschen dupe von, zu diesem Drunk Elephant Zeug da. Das hier habe ich auf jeden Fall. Und dann sind hier noch drin zwei Serums. Keine Ahnung. Einmal hier dieses. Das haben wir mal zugeschickt bekommen, meine ich. Und dann dieses hier von The Ordinary. Dann habe ich hier zwei Fixing Sprays drin. Einmal von Maybelline. Dieses Fixing Spray. Und dann dieses berühmte von MAC. Als letztes habe ich diese Moisturizer. Einmal diesen hier von Catrice. Ich mag den sogar noch ein bisschen mehr als den hier, muss ich ehrlich sagen. Der ist auch günstiger. Ja, den hier benutze ich. Und dann diesen großen hier von No Cosmetics. 16 Euro ist krass, aber dafür hält er auch sehr gut. Also ich habe den jetzt schon seit mehreren Wochen und der ist immer noch so voll. So, auf der anderen Seite hatte ich ja diese Kästchen. Ich glaube, die kennt jeder. Ich glaube, die hatte auch schon mal jeder oder hat immer noch. Also mein Pinseln war, das ist eigentlich einfacher. Ja, genau. Ich habe hier einmal zum Beispiel den hier benutze ich immer für Blush. Das habe ich hier noch. Den benutze ich auch immer für Blush, aber Puder Blush. Den für Contour. Den für
Bronzer. Dann hier für Lidschatten, den benutze ich immer. Für meine Augenbrauen den hier. Und Highlighter den hier. Und zum Baken, das Puder wegmachen, das tupfe ich immer so ein, benutze ich den hier. Und die restlichen sind eigentlich immer nur so drin. Dann geht's weiter mit Wimperntusche. Da habe ich einmal diese hier, die habe ich mal von der Silke bekommen. Ich finde die sehr gut, weil die hat halt so ein Bürstchen. Viermal diese Glam & Doll Türkisen. Die liebe ich. Ich finde, die sind genauso wie dunkelblau von Catrice. Jetzt habe ich mir eine neue wieder geholt. Habe ich drei Stück von dunkelblau. Genau, dunkelblau, Glam & Doll, Catrice habe ich dreimal. Ich habe auch noch die hier von Sky High. Das ist eigentlich mein Lieblingsmascara. Leute, wenn ich Geld kacken könnte, würde ich die mir immer nachholen. Aber das geht nicht. Nee, die ist einfach viel zu teuer, aber die ist so gut, Leute. Ich liebe die. Aber ich finde die einfach echt zu teuer. Ich habe die bis zu dem letzten Kratzer, habe ich die einfach leer gemacht. So, dann geht's weiter mit Concealer. Dann habe ich viermal die von Fit Me. Leute, guckt mal, das hier ist einfach meine Farbe im Sommer. Guckt mal. Ich will meine Sommerfarbe wieder zurückhaben, ne? Dann, den benutze ich jeden Tag. True Skin von Catrice. Hallo, der ist so gut, Leute. Ich habe den in der Farbe 002. Und ja, den benutze ich jeden Tag. Auch für meine Augenbrauen. Weil ich umrande meine Augenbrauen immer. Mache ich mit dem hier. Dann habe ich den nochmal. Der war eigentlich von meiner Mutter. Keine Ahnung, warum der hier ist. Auf Manhattan in der Farbe 001. Und dann habe ich diesen hier von Riva Lost Me. Den benutze ich auch ganz oft. Ich habe den in der Farbe 01. Diesen hier. Und als letztes mein Baby. Den habe ich gerade auch drauf. Diesen hier. Leute. Also das ist jetzt die Mini-Version davon. Ich habe den in der Farbe Snow. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der heißt. Ich kenne den von TikTok. Ich vergesse den Namen, aber so, also hier sind verschiedene Fächer drin und ich fange jetzt mal einfach hier mit dem Fach an, wo meine kleinen Pinsel drin sind. Ich weiß ehrlich gesagt nie, wie ich Pinsel zeigen soll. Ich zeige jetzt einfach mal den Pinsel, den ich für meine Augenbrauen benutze. Da benutze ich diesen hier, diesen von Shein. Der hat so eine Spitze, aber der ist halt dünn. Den benutze ich immer für meine Augenbrauen. Davon gibt es aber auch noch so einen ganz, ganz kleinen und dann noch so einen. Genau, was habe ich hier noch? Dann habe ich hier einen Highlighter-Pinsel. Den benutze ich auch immer für Highlighter. Dann habe ich diesen hier. Den habe ich früher eigentlich immer für Augenbrauen benutzt. Fragt mich nicht, warum mit dem. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Fach. Da habe ich nur zwei Sachen. Einmal mein Wimpernserum von Balea, was ich immer benutze. Ist kaputt gegangen. Egal, ich benutze es trotzdem weiter. Das von Balea. Ich glaube, Leute, das hat mir wirklich geholfen. Ich finde es gut. Nächstes Fach habe ich hier diese Sachen von Neutrogena. Einmal dieses Pickel-Dings da, was man sich auf die einzelnen Pickel tut. Und diese Pickelcreme, die schmiere ich mir zurzeit hier unten hin, weil da sind so Pickelchen. Genau. Die benutze ich auch ganz oft. Da habe ich diesen Primer von MAC drin. Den benutze ich eigentlich auch oft. Ja, so sieht der aus. Ich glaube, viele kennen ihn gar nicht. Ich kannte ihn auch nicht, bevor ich ihn hatte. Den habe ich auf jeden Fall. Und dann hier in der Mitte habe ich ganz viele von diesen Augenbrauen-Dings. Deswegen habe ich jetzt ganz, ganz viele bekommen. Die waren in meinem Adventskalender. Weiter geht's mit den Sachen, die in meinem Schminktisch sind. Und genau, da fange ich jetzt einfach mal hier auf der Seite an. Meine Paletten, weil da habe ich hier Paletten drin. Einmal habe ich diese hier, die mag ich sehr, sehr gerne. Die habe ich auch ganz lange Zeit benutzt. Bei DM. Dann von Essence habe ich hier so eine. Dann habe ich von Catrice so eine Lidschattenpalette. Ich war mir echt chaotisch vor ein bisschen. Und dann habe ich hier, ich glaube, das ist die letzte Palette. Das ist meine Lieblingspalette. Die ist auch von Catrice. Die sieht so aus. Boah, Leute, gebt euch das mal. Voll geil.
Ich finde auch hier sieht das so geil aus. Ja, genau. Das waren alle meine Paletten. Weiter geht's mit meiner ersten Box im Schminktisch. Auf jeden Fall diese Vitamin C Dinger von Isana. Ich habe bis jetzt einen benutzt. Ich benutze die immer nach dem Duschen. Habe ich von L'Oreal diesen Strong Elephant Dupe. Dann habe ich noch diesen hier von Shein. Wie gesagt, da führe ich immer diese Mixercreme rein. Und den benutze ich jeden Tag. Und dann dieser Spiegel hier. Den benutze ich immer, wenn ich meine Wimpern mache. Und dann ist da auch noch für meine Zahnspange diese Knete drin. Falls mich irgendwas piekst, kommt die da dran. In der nächsten Box sind Foundation und Flawless Filter so drin. Foundation benutze ich tatsächlich gar nicht. Aber hier ist auf jeden Fall der Flawless Filter drin. Ich habe den in der Farbe 1. Und ich liebe den, Leute. Der ist so baba, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, den habe ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier eine Foundation drin. Ich benutze keine Foundation, aber die habe ich mir mal geholt. Ich habe diese True Skin Foundation von Catrice. Und die benutze ich aber gar nicht. Und dann habe ich von Revive Lost Me diese Hollywood Glows. Die habe ich mal geholt, weil die waren super im Trend. Und Leute, ich finde die so geil. Besonders im Sommer trage ich die ganz oft. Da tue ich die zum Beispiel auch auf meine Arme, auf mein Gesicht und so. Erstens, weil ich wirklich denke, die machen mich ein bisschen brauner. Und zweitens, weil die glitzern. Und ich finde das so geil, im Sommer zu glitzern irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ja, das war's auch schon mit der Box. Geht's mit der nächsten Box. Und da sind meine Wimpernsachen drin. Da habe ich einmal diese hier. Die sind von Catrice. Die habe ich einmal. Habe ich hier auch einmal noch diese einzelnen von Essence, aber ich komme mit denen irgendwie nicht klar. Die habe ich mal meiner Mutter stibitzt, aber mit denen komme ich nicht klar. Weiter geht's mit Beauty Sponge. Da habe ich einmal dreimal. Da habe ich dreimal diese hier. Die benutze ich immer zum Baken. Und irgendwie habe ich alle schon davon benutzt. Keine Ahnung. Ja, die habe ich auf jeden Fall dreimal. Und dann habe ich zweimal diese hier. Die sind auch von Shein. Ich glaube, die sind zusammen mit denen hier. Und dann habe ich diese kleinen. Die benutze ich immer, um meine Augenbrauen zu verblenden. Also den Concealer und meinen Augenbrauen. Diese kleinen hier. Die gehören zu denen dazu. Dann habe ich... Oha. Ich habe voll viele. Dann habe ich diese zwei hier. Den muss ich auch mal sauber machen, Leute. Ich weiß. Ich habe den auch nicht mehr benutzt, seitdem ich den nicht sauber gemacht habe. Komm mir nicht mit. Ih, du bist ja so eklig. Nein, Leute, den habe ich nicht mehr benutzt. Ja, genau. Die beiden habe ich hier auf jeden Fall. Die finde ich auch richtig geil. Der begleitet mich schon seit Jahren. Den habe ich schon so lange. Das war mein erster Beauty Sponge. Auch nie wieder mein Leben benutzt. Aber ich kann den nicht wegschmeißen. Ja, genau. Der hier auf jeden Fall, der ist auch sehr gut. Nächsten Box, da habe ich einmal zwei Wimpernzangen drin und die benutze ich eigentlich immer nur so, wenn ich Bock habe, mich zu schminken, aber keine Wimperntusche benutze. Da biege ich einfach kurz hier mit meinen Wimpern. Die ist von Ebeline, meine ich, ja. Und die benutze ich jeden Tag. Die ist von Catrice und ich finde die Baba, Leute. Ich finde beide Baba. Beide kann ich empfehlen. Sind sehr gut. Ja, genau. Dann geht's weiter mit der nächsten Box. Da sind meine Augenbrauensachen drin. Da ist einmal dieser Gatobi-Kleber drin und dann einfach so eine Bürste, da war mal so was Flüssiges drin, aber jetzt benutze ich das immer nur so für meine Haare, ich benutze es immer nur, um das jetzt nicht zu machen, ja, sieht ranzig aus, weil ich es für meine Haare benutze, Leute, beschwert euch nicht, ja, Haarausfall. Dann diesen Augenbrauenstift benutze ich jeden Tag, der ist von Essence, das kann ich noch ganz leicht lesen. Die sind von Essence, Leute, und den liebe ich. Den habe ich auch gerade drauf. Für die Leute, die sich noch nicht so arg schminken dürfen, für die ist das wahrscheinlich gut, aber ja, sonst nicht. Essence Make Me Brow, den habe ich mal von einem Klassenkameraden, glaube ich, bekommen. Frag mich nicht, warum der das dabei hatte, der hat es mir einfach gegeben. Das ist sowas, habe ich mir in meinem Leben benutzt, ist auch kacke. Weiter geht's mit der nächsten Box und da sind jetzt so Bronzer und Blush und so, also so Puder-Sachen drin. Und als Blush benutze ich immer diesen hier von Essence.
Den habe ich auch gerade drauf. Ich hier diesen von Trennen ab, Leute. Ich weiß. Nee, das ist aber nur hier Kleber. Nee, alles gut so. Hier noch so ein von Trended Up. Hier ein von Essence, so eine Weihnachtsedition. Dann hier diesen von Fit Me, den habe ich vor dem Essence immer benutzt. Dann habe ich hier noch ein von Trended Up und dann hier noch zwei von diesen Catrice. Genau. Bronzer habe ich eigentlich nur den hier. Weiter geht's mit der nächsten Box. Da sind so Baking Puder und so drin. Da habe ich einmal ein Baking Puder von dieser Marke hier. Das war mal bei so einer Probe dabei. Dann habe ich von Revolution dieses Puder hier. Das ist ein bisschen deckend. Habe ich auch gerade drauf. Benutze ich jeden Tag. Finde ich super. Kann ich mal wieder jetzt benutzen. Ich finde das klasse, hör mal. Mein Highlighter, da habe ich einmal diesen hier, diesen Basic von, wer ist der nochmal? Ah, Catrice. Diesen hier, der lag jeder. Dann habe ich hier so einen von Essence. Den habe ich auch, glaube ich, nur einmal probiert. Der ist auch eigentlich schön. Hier, dieser von Essence. Und den benutze ich jeden Tag, den habe ich auch gerade hier drauf, ne? So. Dann, mein Baking Puder ist dieses hier von Revilos Me. Leute, das ist auch Baba. Das ist sehr gut. Also ich finde das so ein Typ zum Huda Beauty Puder. Und dann habe ich noch dieses von Catrice. Genau. Weiter geht's. Oh, meine Haare sind so lang geworden. Leute, ganz kurz zu meinen Haaren. Also meine Haare gehen mir jetzt bis hier. So. Ich will mir die aber noch bis hier wachsen lassen. Ich will so richtig lange Haare. Hier bis... hier ungefähr. Ja. Leute, das wird. Aber weiter geht's mit Creme-Sachen. Von Revilos Me als Kontur benutze ich immer diesen hier. Sieht so aus. Dann als Blush, unter diesem Blush, benutze ich immer den von Rare Beauty. Ich habe den, oh Leute, ich habe gerade gehustet, deswegen drehen meine Augen, in der Farbe Bliss. Habe ich auch gerade drauf. Ist super, super gut. Genau. Dann habe ich von She Glam einmal diesen Highlighter. Ich habe den in der Farbe Vanilla Frost. Habe ich auch noch nicht benutzt. Vielleicht zu Karneval, wer weiß, ne? Das schneidest du raus, Mutter. Dann habe ich hier so ein Blush. Das ist so ein flüssiger Blush. Den finde ich eigentlich echt cool. Aber ich finde, den kann man nicht so gut verblenden. Und wer kennt ihn nicht? Dieser Blush von Revilos Me. In der Farbe 02 Magnolia. Jetzt kommen wir zur nächsten Box. Und die zeige ich jetzt nur grob. Also meine Lippensachen zeige ich jetzt wirklich nur grob, weil ich habe so viele Lippensachen hier drin. Ich zeige euch jetzt einmal den Lipgloss, den ich gerade auch drauf habe, den ich immer benutze. Dieser hier von Catrice. Ich habe den jetzt in der Farbe 4. Ne, 020. Ja, dieser hier. Das zieht sich einfach wieder ein. Ist das Physik? Ist voll krass, ne? Ja, den benutze ich auf jeden Fall immer. Und dann habe ich halt noch diese Basics, ne? Diese von Essence hier in verschiedenen Farben. Oder den Dupe von, die Dior Lipgloss. Aber dann habe ich hier auch noch so kleine. Die waren so eine Prinzessin Edition. Keine Ahnung, ich glaube, die waren aus dem Adventskalender. Also die sind halt so klein und niedlich, ne? Dann kommen wir jetzt zu Labello und Lippenstift. Labello habe ich halt diesen hier von Carmex, benutze ich immer, Leute. Oder diese kleinen Vaselinen. Da habe ich einmal hier das. Hier das normale. Hier das rote. Und ich habe auch noch das gelbe. Ja, ja. Dieses Honig. Genau. Die habe ich und ja, die benutze ich immer. Wie gesagt, Lippenstift zeige ich euch jetzt auch nur grob. Also ich habe halt einmal diesen hier, den benutze ich immer. Das ist dieser hier von Catrice in der Farbe 020, den habe ich gerade auch drauf. Oder hier so ein Labello von Catrice, der aber pink wird auf den Lippen. Ja, so Karnevaltöne, einfach für Halloween von früher, wenn ich meiner Mutter Make-up gestohlen habe. Einfach habe ich immer noch. Jetzt kommen wir zu Lip Liner. Das hole ich jetzt raus. Das ist so eine ganze Kiste. Einfach mal die, die ich immer so benutze. Einmal von Maybelline New York in der Farbe 50 Dusty Rose.
Dann Basic Manhattan 94F. Und dann benutze ich noch, ich glaube, den habe ich jetzt in der Tasche von mir. Da? Ja, auf jeden Fall ist er in einer Tasche von mir. 59G auch von Manhattan, meine ich. Ja, aber das sind so, die ich immer benutze. Dann als letztes habe ich hier noch so eine Box mit Haargummis. Also auch langweilig. Einfach hier eine Spange, Scrunchie, Haargummis. Dann ein Armband. Dann diese Spangen habe ich hier ganz viele drin. Ja, uninteressant, ne? Würde ich sagen. Ja, genau. Jetzt als letztes zeige ich euch nur noch hier mein Gel und meine Wassersprühflasche und so. So, als Gel benutze ich natürlich immer dieses hier von Gatubi. Das ist mein Wasser, was ich benutze. Also das heißt schon, ich habe das Gefühl, ich sitze hier schon seit einer halben Stunde oder so. So, Leute, das war's mit dem Video. Das war mein kompletter Schminkkick. Ich habe euch jetzt alles gezeigt. Und ja, genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Kanal. Macht die Glocke weg, ne? So, was jeder im YouTube-Video sagt, macht das einfach. Und ja, ihr könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr einen Schminktisch habt, ob ihr euch einen wünscht, ob ihr noch keinen habt. Ja, genau, das war auf jeden Fall mein Schminktisch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.